Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Computerarchitektur-Tutorial, was derzeit eher nach einem Logik-Tutorial aussieht, wenn ich mir das so anschaue. Wir haben letztes Mal uns angeschaut, wie das Programm Logisim funktioniert und was die einzelnen Gatter denn so tun. Und heute, oder eigentlich jetzt in dieser Folge, habe ich etwas vorbereitet. Das nennt sich Half-Adder, das ist das hier oben, und Full-Adder, das ist das hier unten. Das ist praktisch das, was verwendet wird, um binäre Zahlen zu addieren und später auch zu subtrahieren, aber momentan mal nur zu addieren. In diesem Fall geht es um die Addition von jeweils 2 Bits. Also das heißt, wir haben hier jeweils einen 1-Bit-Addierer, weil als Ergebnis genau 1 Bit rauskommt, nämlich dieses Summen-Bit hier, also Sum. Und A und B sind eben die Inputs. Also so wie im Dezimalsystem, wir können nur zum Beispiel, ich sage jetzt mal irgendwelche Zahlen, zum Beispiel 3 plus 4 zusammenzählen und nicht 3 plus 4 plus 9. Das können wir nicht, also wir können nur 2 Zahlen. In diesem Fall können wir halt wirklich nur mit Nullen und Einsen arbeiten, weil das eben im Binärsystem ist. Eins sage ich auch gleich noch zu dieser Folge praktisch dazu. Ich setze hier mal voraus, dass ihr wenigstens ein grundlegendes Verständnis über das Binärsystem besitzt, also wie man im Binärsystem zählt, wie man grundsätzlich zumindest einfache Zahlen addiert und subtrahiert. Wenn ihr euch da nicht ganz auskennt, aber wenigstens schon mal was davon gehört habt, dann wird das schon okay sein. Ich werde das versuchen, so viel wie möglich mit Hintergrundwissen vollzustopfen hier. Also dass auch wirklich jeder das versteht, aber ihr solltet eben doch ein bisschen Grundwissen vorbeibringen im Sinne vom Binärsystem. Also wir sehen hier mal den Aufbau, der ist vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewohnt. Warum zeige ich euch gleich. Wir haben hier unseren A und B, unsere Inputs, und hier haben wir unseren Sum-Output. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel A auf 1 setzen, dann haben wir als Addition 1 plus 0 und das ergibt natürlich 1. Wenn wir das beim B machen, kommt dasselbe raus, also 0 plus 1 ergibt natürlich 1. Wenn wir jetzt aber beide setzen, passiert was Interessantes. Das Summenbit wird nämlich 0 und das Cout wird 1. Das liegt daran, dass das Cout für den Carry steht. Und wenn wir uns mal erinnern an das Addieren in der Volksschule oder in der Grundschule, wie es ja in Deutschland heißt, wenn man 9 plus 2 beispielsweise zusammenzählt, dann kommt als Ergebnis raus 1 und als Übertrag auf die nächste Stelle nach links praktisch 1. Wenn man 19 plus 2 rechnet, dann kommt eine 1 raus und als Übertrag 2. Also man zählt diesen Übertrag dann praktisch im nächsten dazu. In der nächsten Stelle, nach links. Das genau dasselbe passiert hier eigentlich auch. Das werden wir nachher beim Full-Adder etwas genauer, oder das wird etwas logischer werden beim Full-Adder. Aber für den Moment mal können wir uns das so vorstellen, dass das hier das höchste Bit ist, also unser Cout, und das niedrigste. Das heißt, jetzt im Moment hätten wir hier eine 1 und eine 0, was im Binärsystem natürlich zu einer 2 korrespondiert. Das heißt, unser Ergebnis stimmt. 1 plus 1 ist tatsächlich 2. So, wir können aber jetzt nicht weiterrechnen, weil wir haben keine weiteren Inputs und mehr als ein Bit passt auf diese Leitung nicht drauf. Das bedeutet, wir sind jetzt fertig mit den Kapabilitäten, die dieser Half-Adder besitzt. Es gibt hier drüben dann natürlich einen Addierer, wo man schön die Datenbits einstellen kann. Aber ich habe mich entschlossen, ich habe mich entschlossen, das mal einfach so zu bauen. Nein, ich will das nicht. So jetzt. Ich habe mich entschlossen, das mal einfach so zu bauen aus Gattern. Das ist eben hier ein XOR und ein AND. Die sind jeweils miteinander verbunden und das ist dann die Summe und das ist das Cout. Das war es eigentlich so wie zum Half-Adder. Dann kommen wir zum Full-Adder und wenn man ganz genau hinschaut, ist das eigentlich nur eine Erweiterung des Half-Adders. Ich habe das hier möglichst so strukturiert, dass man das alles schön einsehen kann. Hier haben wir eigentlich, wenn wir diesen Teil hier betrachten, der ist markiert ist, und diesen Teil hier betrachten, ist es eigentlich genau dasselbe.
Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das habe ich tatsächlich auch genommen, kopiert und hier nach unten verschoben und dann einfach von hier aus weitergearbeitet. So, ja, wir können dann mal weiterverfolgen, wie das Ganze praktisch weitergeht, wenn wir hier die Summe anschauen. Also das Ergebnis von diesem XOR wäre hier oben die Summe gewesen. Diese Summe wird jetzt in ein weiteres XOR weitergeleitet und in dieses AND-Gate. Dann kommt dieses C-In, der, wie sich einige schon denken können, der Carry-In, also was oben der Carry-Out war, ist jetzt der Carry-In. Also praktisch dieser Übertrag oder dieser Überfluss, was wir bei diesem Adder, erster und zweites ist eine sehr vage Beschreibung, ich erkläre dann nachher noch einiges dazu. Das ist eben der Input eines anderen Adders praktisch, ein C-Out. Das wird eigentlich nur hier hinzu addiert. Das ist dasselbe Vorgang wie beim Half-Adder. Also wenn wir jetzt uns das hier, wenn wir das hier als Input A nehmen und das hier als Input B, dann passiert eigentlich genau dasselbe wie hier drüben. Also Input A wird ins XOR und ins AND geleitet und Input B wird ins XOR und ins AND geleitet. Dann kommt das hier nochmal mit dem Ergebnis vom Carry-Out des vorigen in ein AND. Also praktisch das Carry-Out dieser Rechenoperation kommt mit dem Carry-Out der vorigen Rechenoperation in ein XOR und wird dann eben zum C-Out der kompletten Rechenoperation und hier die Summe wird zur Summe der Rechenoperation. Ja, so viel zur Theorie, das hat wahrscheinlich jetzt kein Mensch verstanden, aber ich werde einfach mal herzeigen, wie das funktioniert. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier A und B haben, dann funktioniert das eigentlich gleich wie dieser vorherige Adder hier. Wir können uns wieder vorstellen, das ist das höchste Bit, das ist das tiefste Bit, das heißt, jetzt haben wir momentan 0, 0. Wenn wir eins von diesen anmachen, ist es 0, 1 und wenn wir beide anmachen, ist es 1, 0. Da gibt es jetzt aber praktisch einen Trick, weil wir können C-In, also den Carry-Input, praktisch ja als eigenen Input sehen. Das heißt, wenn wir diesen jetzt auch aktivieren mal, dann kommt hier 1, 1 plötzlich raus. Die schlauen Köpfe unter euch werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass wir das jetzt ausnutzen können eigentlich. Und zwar werde ich jetzt mal diesen C-Out hier, diesen Ausgang einfach mal löschen und das Kabel hier runterziehen. Dann werde ich das hier alles nehmen, kopieren und einfach einfügen. Wo war das jetzt? Achso, da hat das Kabel nicht mitkopiert. Gut. So. Jetzt habe ich hier. Eine Pin brauche ich. Mache ich einfach mal wieder da. Das ist jetzt wieder unser C-Out hier. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nichts anderes gemacht als einen zweiten Full Adder hier dran gehängt. Und das ist das Schöne am Prinzip des Full Adders. Man kann einfach tatsächlich praktisch unendlich viele Full Adder in Serie hängen. Also eben indem man diesen Carry In mit dem Carry Out verbindet. Also wir sehen ja, ich habe nichts anderes gemacht als diesen Carry Out mit diesem Carry In verbunden vom nächsten Adder. Und dann haben wir hier denselben Aufbau. Und was jetzt passiert, ist ziemlich interessant. Nämlich, wenn wir jetzt 0000 haben, wir haben hier 4-Bit Eingang und 3-Bit, also eigentlich nur 2-Bit Ausgang, aber wieder einen Carry. Also den können wir auch für diesen Spezialfall jetzt als Ausgang sehen. Das heißt, wir haben hier 0, 0 und 0. Wenn wir 1 anmachen, bekommen wir 0, 0 und 1. Wenn wir 2 anmachen, bekommen wir 0, 1 und 0. Was ja auch stimmt, also 1 plus 1 ergibt ja 1, 0, also 2. Wenn wir jetzt noch eins anmachen, dann sehen wir was Komisches. Nämlich, dass wir jetzt hier nicht das erwartete 011 bekommen, sondern 100, also 4. Das wollen wir aber nicht. Das liegt daran, dass diese Adder nicht so funktionieren, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Es zählt nämlich praktisch alles, wenn ich jetzt mal einen Text mache, alles von hier, das ist das erste Bit. Also alles, was hier ist, zählt als 1. Alles, was bei diesem Adder ist, zählt als 2. Alles, was beim nächsten Adder wäre, würde als 14. Jetzt in der Dezimalrepräsentation. Dann 8, 16, 32, 64 mal 28 und so weiter. Das bedeutet, wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir wollen 1 plus 2 ausrechnen, dann würden wir nicht hier eine 1, noch eine 1 und noch eine 1, sondern wir würden
eine 1 und eine 2 nehmen, dann hätten wir tatsächlich 1, 1 und das korrespondiert im Dezimalsystem zu 3. Wenn wir 4, also wenn wir, das ist jetzt schwer zu erklären, wenn wir 2 plus 2 errechnen, das ist wie im Dezimalsystem eigentlich. Wir haben die Möglichkeit, wir rechnen entweder 2 plus 2, das heißt, wir nehmen einfach diesen hier und diesen hier und bekommen 4. Also 1, 0, 0 ist 4. Oder wir können rechnen 1 plus 1 plus 2, das macht genau denselben Output. Daran muss man immer denken, wenn man sowas macht, weil man kann sich dann die Inputs nur auf diese binären Sachen aufteilen. Rein theoretisch kann man ja jede Zahl bilden aus diesen binären, also nicht nur theoretisch, sondern man kann auch praktisch jede Zahl bilden, deswegen ist das eigentlich in der Realität kein Problem, aber man muss halt immer darauf achten, welche Bits man jetzt tatsächlich nimmt. Deswegen gibt es ja auch diesen schönen Addierer. Ich nehme hier jetzt einfach mal zwei Datenbits. Und ich kann da einfach Lines rauslegen, da eine Line rauslegen, sie out, sie in, und kann da einfach meine, das funktioniert praktisch wie ein Full Adder. Also ich kann hier auch bis zu 8 Datenbits dann anlegen, beziehungsweise wenn ich hier 2 Datenbits anlege, müsste ich, wenn ich jetzt einen Eingang mache, hier auch das Ganze auf 2 Datenbits einstellen. Das heißt, wenn ich das jetzt auf einen Datenbit stelle, und hier auch wieder einen Datenbit, dann macht dieses Teil hier nichts anderes als das da. Also eigentlich das da, bis hierher. Dieser eine Full Adder. Das stellt praktisch jetzt eine Full Adder dar. Und das Schöne, wie ich schon gesagt habe, ist, dass man hier bis zu 32 Bit einstellen kann und dann einfach bei diesen Eingängen 32 Bit sagen kann. Hoppala. 32. Und hier auch dann nochmal Datenbits 32. Dann kann man nämlich hier einfach, wenn ich wüsste, wie man das ist, verändert. Achso, so, logisch. Hier kann man dann einfach die verschiedenen, ich drücke es mal einfach irgendwo, da wird praktisch einfach diese lange Zahl hier, also das muss man sich als eine Zahl vorstellen und nicht als Matrix praktisch, das ist ja etwas ungünstig dargestellt. Aber wenn wir jetzt, ich gebe das mal alles wieder auf 0. Hoppala. So. Das ist alles auf 0 und wenn ich jetzt hier 1 plus 1 zusammenzähle, dann kommt tatsächlich 1, 0. Und wenn ich 2 plus 1 zusammenzähle, kommt 1, 1. Wenn ich 4 plus 1, kommt 5, also 1, 0, 1. Das heißt, das ist dann nachher auf logischerweise jeden besser. Was sage ich überhaupt? Das ist nachher auf jeden Fall besser so als das hier, weil wir uns hier tatsächlich drum scheren müssen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist auch eigentlich schon eine Abstraktion, weil theoretisch ist ja so ein XOR nur aus NANDs aufgebaut. Wie ich im vorigen Video schon erklärt habe, man kann aus einem NAND, also aus diesem hier, jedes andere Gatter darstellen. Das heißt, man kann tatsächlich einen Full Adder oder einen Half Adder nur aus NANDs bauen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil das dann Lockhams doppelte größer werden würde. Ich glaube, man braucht 5 für einen Half-Adder. Ich glaube, ich brauche dann 5 Nines oder 4, irgend sowas. Habe ich eigentlich noch nie selbst gebaut in Logisim, nur einmal in Minecraft. ja, auf was ich hinaus will, im späteren Leben unter Anführungszeichen, ist diese Funktion hier auf jeden Fall besser, weil man eben einfach sagen kann, ja, ich will jetzt 32 Bit haben und man kann sogar die dann noch in Serie hängen. Das bedeutet, wenn man hier diesen Adder jetzt kopiert, oder ich sollte vielleicht einfach alles kopieren und hier unten dran setzt, es kollidiert jetzt ein bisschen mit dem, ist aber egal, dann kann man tatsächlich eine 64 Bit Zahl zusammenzählen, wenn man dann halt noch diese zwei Inputs addiert mit einem anderen 32 Bit Adder. Das heißt, ja, in der Realität ist das auf jeden Fall die beste Möglichkeit, weil es eben schneller oder ja kompakter ist eigentlich. Also es ist, wie gesagt, schon diese Schaltung eigentlich im kleinen Format. Ja, ich habe das hier eben nur mal so aufgebaut, damit man auch wirklich versteht, was da drinnen so abgeht in diesem
Diagramm mehr oder weniger oder in dieser Schaltung. Wir mussten in einem Fach, das wir in der Schule hatten, es ist SYTG, also Grundlagen der Informatik, also Systemtechnik Grundlagen praktisch, da mussten wir tatsächlich Diagramme zeichnen oder eigentlich Schalttabellen und SV-Diagramme oder wie die geheißen haben, wo man Tabellen machen, also Wertetabellen machen muss von einem Adder. Also da haben wir zum Beispiel einen 8-Bit-Adder bekommen und einfach es waren A und B gegeben, also 00011, 0010 und so weiter, also einfach runtergeschrieben und wir mussten die alle praktisch ausrechnen. Für sowas ist das eben relativ gut, weil das doch ziemlich abstrakt ist, diese Idee hier. Ja, ich denke mal, das war's eigentlich auch schon. Ich rede eh schon wieder eine Viertelstunde hier. Das war's auch schon zu den Addern. Und mir bleibt eigentlich nur mehr zu sagen, viel Spaß mit euren arithmetischen Gattern, das würde ich mal sagen. Und auf Wiedersehen.